Gratuliere zum Sieg. Danke. Die Karten sind gut. Ich hab Glück heute. Dann solltest du es besser nutzen. Wir haben oben ein Zimmer für ausgewählte Spieler mit sehr hohen Einsätzen. Wenn das so ist, nehme ich die Einladung an. Komm mit. Privatzimmer für die wenigen Auserwählten. Hier seid ihr ungestört. Sieht nicht sehr gemütlich aus hier. Kein schöner Ort zum Kartenspielen. Wer argwöhnisch ist, könnte es glatt für ein Verhörzimmer halten. Junior glaubt nicht an Wunder. Hier erfahren Betrüger, wie ungern er ausgeraubt wird. Knöpft ihn euch vor. Wenn ihr mit ihm fertig seid, wickelt eine dicke Kette um seine Beine und werft ihn in den Ponter. Und damit ein herzlich willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Direkt an einem spannenden Stelle. Was? Warum habe ich denn schon so viel Damage gefahren? Sterbt, Jungs, alle zusammen! Meine Fresse. Hey, hörst du mich? Tu erstmal looten. So frei bin ich mir jetzt noch. Wenn die mich schon so dreist abspeisen. ich habe ja nur Gwind gespielt. Ich habe ihnen nichts gemacht. Ich habe euch extra. Ich musste den Teil nochmal machen. Den einen nochmal besiegen. Damit ich die Cutscene nochmal auslöse. Denn ich war echt nicht vorbereitet. Ich dachte, ja komm, spielen wir Gwind und dann kommen wir eben zu einem, mit dem wir reden müssen und dann wird erst alles getriggert. Aber nee. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Nö. Hab ich nicht vor. Verdammt, diese Wichser haben mich fertig gemacht. Die Knochen sind heil. Befreist du mich? Na klar. Wie heißt du? Rico. Rico Meiersdorf. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bedlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Ich glaub dir kein Wort. Ich hab dir alles gesagt, ich schwör's. Du wirst noch etwas länger bleiben müssen. Nein, bitte. Überleg's dir nochmal. Es ist noch nicht zu spät, hörst du? Hä? Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bedlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Okay. Mach ich. Aber nicht jetzt. Finde ich das Versteck. Jetzt müssen wir nur noch in die Arena. Und mit Dijkstra reden. Können wir natürlich auch noch machen. Oh nee. Ich hätte euch ja lieber am Leben gelassen, denn ich spiele mit euch lieber Gwind, als euch abzuschlachten. Aber wenn ihr es nicht anders haben wollt, tut mir leid, deiner ist halbiert worden. Tut mir aber echt leid. Ups, ist wie durch Butter. Tut mir echt sorry. Wegpunkt, warum denn das? Was denn? Noch mehr? Torwächter oder so. Tja, den mussten wir auch noch ausradieren. Damit die Sache completely ist. Oh, mein Schwert ist angeschlagen. Aber hey, egal. Läuft schon bei uns.
Wir brauchen nicht mal ein richtiges Schwert, um die zu killen. Du machst das mit Fäusten, Geralt. Du bist auch der Held. Spring mal zur Seite. Au! Hier! Hau mal drauf, danke. Wow, kannst ihm auch gleich den Kopf abschlagen. Yo, yo, läuft bei dir, läuft bei dir. Aber jetzt könntest du die Klinge wieder wegstecken. Oh, jetzt musst du nicht dein anderes Schwert ziehen zur Hölle. Nur so, zum, nur so, dass ich es gesagt hätte. Ja, unten, da unten ist es. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, denn wir müssen ins Badehaus zu Dijkstra. Und das machen wir jetzt auch. Hi, hi. Hi, Dijkstra. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht. Aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Klar. Machen wir, machen wir. Das heißt, wir müssen wieder mal zu Venom Roche. Dem guten alten Haudegen. Aber wir werden jetzt noch, weil wir es können, zur Arena gehen von Hurensohn. Und ich denke, dort wird geprügelt, was ja wahrscheinlich sehr geil wird. Wieder mal ein Faustkampf, da wir Faustkampf in Skellige und so in Novigrad und Velen schon durch haben. Skellige kommt noch. Ich habe noch nicht mal ein Schiff für Skellige. Hi. Kann ich mit euch intervenieren? Scheiß Fliege, verpiss dich. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Ich will meine Chance in der Arena. Komm rein. Wer hat das Sagen? Igor. Man nennt ihn Haken. Was zum Teufel war das? Ein plötzlicher Anfall von Ehrlichkeit. So geht's auch. Wie geil ist das denn? Sprich mit Igor. Igor? Du bist ein Gauner. Wo ist Igor? Ich bin bereit. Mann von Hurensohn. Wo ist Igor? Die kriegen eine Fahrt zum Friedhof. Hier ist zumal nicht Igor. Igor. Da ist Igor. Wir stehen in meinem Verfasster im Schoß drin, aber ey. Jö, süßer Hund. Was kannst du denn mit dem Schwert umgehen? Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Ja, ist die Leute kommt. Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich habe genügend Kämpfe hinter mir. Ich würde kein Schwert tragen, wenn ich nicht damit umgehen könnte. Hast du Menschen getötet? Manchmal. Warum sagst du nicht gleich, dass du ein Hexer bist? Ist doch offensichtlich. Ich will keinen Monster vertragen. Ich suche normale Arbeit. Für eine Weile. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst.
wenn du überhaupt kämpfen kannst. Das wirst du gleich merken. Kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Bin immer bereit. Wunderbar. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Wenn das alles ist. Du hast vergessen, dass ich ein Hexer bin. Wenn du es schon erwähnst, dann... Es werden Wetten angenommen. Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer. Ein mörderischer Mutant. Sein Gegner, Gustav Röhne. Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterleib befreit hat. Töte mich nicht. Töte ihn, Kinder. Ein Kai auf Leben und Tod. Nicht. Schwächling, lass ihn sterben. Lass die Hunde los. Nur weil ich ihn nicht sterben lasse? Wie schwächlich denn eure Hunde sind. Ich treffe die zwar fast nicht, aber hey. Stirb, Schwachkopf. Der Hexer hat gewonnen. Na klar, was habt ihr denn gedacht? Und weiter geht's. Der Hexer gegen die haarigen Brüder. Direkt von den wilden Skellige-Inseln. Okay. Der Vater war ein Braunbär. Kein Thema. Machen wir schon. Auch mit deinem Schrottschwert. Du kriegst ihn nicht. Aber du stirbst. Wir sind die Meister aller Klassen. Nächster Kampf. Der Hexer tut, was er am besten kann. Auge in Auge mit Bestien. Aha. Hi, Vivan. Du hast doch keine Schnitte. Geh liegen. Sonst noch ein Anfall von Übermut von euch. Kommt. Der ist noch im Tor krepiert. Also am Tor. Na los. Was denn, Bo? Ich meine, die sind alle tot. Mehr Blut, mehr. Ja, nee, ist klar. Ihr wollt mehr? Lass die Bestien los. Bestien? Ja, nee, ist klar. Tut mir leid. Der zweite liegt schon. Sonst noch was? Wie langweilig. Haut mal rein, Leute. Ich bitte euch, das... Lasst Boris frei. Aber bitte, ich... Komm. Aha. Tja, Gwen hat mich wieder mal gerettet. Und ein Teddybär macht sowieso kaum Schaden. Von daher... Und noch ein Sieg für den Hexer. So macht man das, Leute. Da ist... Die hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Das ist Hurensohn, denke ich mir mal. Und aber, ob es wirklich ist, das werden wir im nächsten Part sehen. Wenn es wieder ist, The Witcher 3, Wild Hunt, Toodaloo.